Schön und erlebnisreich. Das war noch Ende Juli eine Bahnfahrt durch das Elbtal der Sächsischen Schweiz. Es ist die traditionsreiche Strecke von Berlin nach Prag und weiter nach Budapest und Wien. Doch zwei Wochen später ist das Elbtal bis nach Dresden hinein eine schmutzig-gelbe Wasserwüste. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Der Dresdner Hauptbahnhof. Er wurde zeitweise zur Durchgangsstation für reißende Hochwasserströme der Weißeritz. Es dauerte Tage, bis das Wasser wieder abzog. Dann wurde klar, es wird viel Zeit und Geld kosten, ihn wieder betriebsfähig zu machen. Ja, da gibt es jetzt erste Einschätzungen, dass wir mittelfristig hier im Großraum Dresden einen normalen Bahnverkehr wohl in den nächsten Wochen nicht haben werden, der nach Fahrplan irgendwo läuft. Ja, nach ersten Schätzungen werden wir mindestens einen hohen dreistelligen Millionenbetrag brauchen, um alleine die Infrastruktur wiederherstellen zu können. Die große Augustflut hat nicht nur unsägliches Leid über die Menschen gebracht, sie zerstörte mit unbändiger Wucht auch die Verkehrsinfrastruktur. Brücken wie die bei Riesa fielen zusammen wie Kartenhäuser. Der Bahnverkehr in Sachsen und Sachsen-Anhalt brach zusammen. Die internationale Strecke Dresden-Prag wurde gesperrt. Ebenfalls die Verbindungen Dresden-Leipzig, Dresden-Chemnitz und Leipzig-Berlin. Auch die Strecke Berlin-Magdeburg wurde vorübergehend stillgelegt. Ja, ganz schlimm hat es unsere Fernverkehrsstrecke Dresden-Nürnberg, Sachsen-Franken-Magistrale getroffen. Dort gibt es einen Abschnitt, der ist nicht mehr befahrbar. Das betrifft den Nahverkehr aus Dresden. Wir haben da eine S-Bahn-Linie zwischen Dresden und Tharandt. Die geht im Moment nicht mehr. Und der Fernverkehr kann nur noch bis nach Chemnitz fahren. Die Wassermassen haben vollendete Tatsachen hinterlassen. So sieht es derzeit im Tharandt und im Müglitztal aus. Hier fuhr bisher die Bahn zum Erzgebirgsort Altenberg hinauf. Die Strecke führt eng neben dem Flüsschen her und das wurde ihr zum Verhängnis. Als sein Wasser gewaltig anschwoll, riss es die Bahnanlagen mit. In anderen Erzgebirgstälern geschah Ähnliches und überall die gleichen schlimmen Folgen. Schienen, Bahndämme, Loks und Waggons. Das Wasser kannte kein Pardon. Oft ging zu Bruch, was gerade erst aus der maroden DDR-Hinterlassenschaft wieder auferstanden war. 17 Milliarden Euro wurden im Freistaat Sachsen seit der Wende ins Verkehrswesen investiert. Über Nacht ging vieles davon im wahrsten Sinne des Wortes den Bach runter. Es gibt Strecken, die kann man rasch wieder reparieren, da sind einzelne Dinge zu tun. Es gibt aber auch Strecken, die sind so zerstört, dass da vermutlich über Monate, wenn nicht Jahre, kein Bahnverkehr mehr läuft oder man überhaupt entscheiden muss, baut man die wieder auf oder lässt man es sein, weil es zu teuer ist. Für manche abgelegenen Strecken können die Verwüstungen durch das Hochwasser das Aus für immer bedeuten. Da nahm womöglich die Flut der Bahn eine Entscheidung ab. Über die Zukunft der Kleinbahn von Freital nach Kipsdorf wurde schon lange kontrovers diskutiert. Ja, die Strecke Freital-Heinsberg nach Kurort Kipsdorf ist natürlich eine von denen, die am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Weißeritz hat dort also ein Werk vollendet. Das ist grauenvoll anzusehen. Wann und wie dort ein Wiederaufbau geschieht, das vermag im Moment niemand zu sagen. Die Freunde dieser geschundenen Schmalspurbahn hoffen nun, ihren eisernen Liebling bald wieder dampfen zu sehen.